So, wir haben unseren ersten Meisterassassinen. Exodus, 6 Minuten, 18 Minuten, 18, 18, 18. 18 Minuten. Na, ich brauch doch mehr, sag ich jetzt mal, also. Okay. So. Was wollte ich jetzt tun? Ist jetzt die Frage. Ist wieder einige Missionen hier. Noch drei Diebesmissionen, drei Kurtisanenmissionen, so wie es aussieht. Also nur mal rein, um was zu hoch, um hoch zu gehen. Ich verirre mich hier einfach immer. Reisen wir mal dahin. Machen vielleicht noch eine Mission. Auf die Schnelle. Ich habe so einen trockenen Hals. Das habe ich ja schon in der letzten Aufnahmesession gesagt. Ey, das ist unglaublich, Junge. Ich muss so viel trinken. Nein, bitte. Ich bin ein Freund. Ich gebe auf. Was hab du nichts gemacht? Getan. Nichts gemacht. Wir stehen euch bei auf jeden Schritt des Weges. Machen wir mal das am nächsten, das kann man hier eigentlich ganz gut. Oh, der wollte mich nicht angreifen. Okay, reden wir. Der Senator und ich haben den geplanten Treffpunkt der Borgia mit den Botschaftern entdeckt. Die Botschafter habt ihr eliminiert. Nun sind die dran, die zu dem Komplott anstifteten. Ich kann euch zeigen, wo. Der Rest liegt an euch. Wir müssen los. Zum Treffen und Reiten und die übrigen Botschafter eliminieren. Alle Ziele in weniger als 60 Sekunden töten. Ja. Hi, hi! Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadt. Holt euch meinen Sud aus gemahlenem Diamant! Nicht leer durch! Seid ihr in der Kaserne leben? Ihr seid keine schwachen Weiber. Ihr könntet durchaus sagen. Wir folgen ihr mal. Andiamo! Um in Würde das tragische Dahinscheiden des einzigen Beamten Bischof Moretti zu begehen.
Oh, oh. Oh, oh. Ruhig, ruhig. Oh, oh. Respekt. Kommt her. Schnell! Verschwunden im Nichts! Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Egal, habe ich die volle Synchronisation jetzt nicht. Komm her. Euer Ende naht. Ma che cosa aspetti? Sehr schön. Danke, Assassin. Grazie, Ezio. Ich kehre zur Rose in Fiore zurück. Alle sollen von eurer Tapferkeit erfahren. Jo, danke. Kann ich noch eine Mission machen? I don't know. Meine 43%ige Überlebensquote bei operativen Eingriffen ist die höchste in ganz. Okay, machen wir noch eine Diebesmission. Die Cento Occhi beschäftigen einen eloquenten Schreiberling, Vincenzo. Trotz seiner Beredtheit streitet er oft mit einer Borgia-Wache namens Galvano. Nun haben wir die Gelegenheit, die Beziehungen unserer Feinde zu stören. Findet Galvano, tötet ihn. Nehmt ihm einen persönlichen Besitz ab und steckt ihn Vincenzo zu. Wir sorgen dann dafür, dass die Borgia unsere Version der Geschichte erfahren. Alles klar, das ist eine gute Idee. Fingerzeig. Vincenzo den Mord an Galvano anhängen und einen Konflikt zwischen den Borgia und den Cento Occhi vom Zaun brechen. Die Assassinen-Signale sind auch wieder voll aufgeladen. Warte, was war kurz? Undeckt bleiben. Diebstahl war erfolgreich. Nein, komm, Ezio, werf einfach auf die Straße. Alles klar. Hinbekommen. Vincenzo, man hat Galvano tot aufgefunden. Was hat das mit mir zu tun? Ihr hattet einen Streit mit ihm. Ich muss euch durchsuchen. Wenn es sein muss, das kann mich nur entlasten.
Was ist das? Kommt mit mir. Sehr gut. Und wir bleiben erfolgreich. Hört her! Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Gerüchte über erbitterte Kämpfe breiten sich aus. Sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Ausgang der Schlacht feststand? Die beste Ware steht zur Hand. Ihr wisst, was ihr wollt. Hat ja sehr gut geklappt. So, hier hätten wir noch zwei. Und dann noch zwei. Das heißt, wir machen erstmal die Liebesaufträge. Allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed 1. Assassin's Creed Brotherhood. Mit mir, The Firestorm LP. Deswegen verabschiede ich mich heute von euch. Es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Am besten schreibt doch einen Kommentar, was kann man verbessern, was hat euch gefallen. Einfach irgendwas, was euch in den Sinn kommt, worauf ihr gerade Bock habt. Irgendwas, das wäre sehr freundlich von euch. Außerdem, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann gebt einen Daumen hoch. Habe ich doch gerade erzählt. Wenn ihr immer mehr sehen wollt, dann drückt auf den Abonnieren-Button. Dann seid ihr immer up-to-date. Immer wenn ein neues Video rauskommt, habt ihr es direkt in eure Abo-Box, wenn die Abo-Box sich spinnt. Also, macht diese Sachen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ich euch gefalle. Aber das dürfte eigentlich klar sein für euch. Ansonsten sage ich nur noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht